So, ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von BioShock. Du fettes Schwein. Tot, warum? Ich über Schaden. Oh. Shit. Bring mich gleich um. Ich weiß, was du vorhast. Was denn? Ich bin noch nie so oft. Ich renne da immer rein. Nein, passt auf mich auf, nicht auf dich. Ich bin ja. Oh, ganz auf jetzt. Steht gerade die Welt still, während ich. Jo. Voilà, da will er zuschlagen. Bitte. Ich helfe gern. Na, kocht der hier Bolognese oder was? Warum tapst sie denn so? Werden wir eigentlich auch zu einem Big Daddy nachher? Oder sind wir der bigste Daddy? Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden.
Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tenenbaum. Und Zhushong wird sich wohl daran einigen. Ja. Da müssen wir sogar hin. Stimmt, 12 Jahre ist natürlich. Als das mit der Künstlerin fertig war, ließ ich sie so, wie sie war, im Badezimmer zurück. Ich sah die halbfertig gestrickte Decke neben ihrem Bett. Sie war sehr schön. Schwarz und rot, wirklich schön. Also habe ich sie mitgenommen, sodass sie jemand zu Ende stricken kann. Sodass sie irgendjemandem von Nutzen sein kann. Ich hielt es für falsch, dieses Ding dort liegen zu lassen. So ganz allein. Küche ist noch viel. Wohlfahrtsparasit, das finde ich schön. Schön. Burn, baby, burn. Mach dich nicht weh. Würdest du bitte langsam mal drauf gehen? Oh, Liebling, tut das gut. Das war ein Vergnügchen. Ach, ja. Sind Sie da? Halten Sie schon die Hand aus. So wie die Leute haben uns alle unterstützt. Ich kenne keine Gnade, ich schlachte sie alle. Ich traue ihr halt auch, man. Das ist, glaube ich, so mein größtes Problem. Oh, hier brennt's. Ekelhaftes Geräusch. Noch eine Küche. Die haben eine Katze hier gebraten. Ja, egal, ich habe sie auch verbrannt. Ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich sagen. Komme ich doch gar nicht rein. Hacken kann ich auch nicht. Sollte ich hier nicht noch alle Wohnungen irgendwie durchsuchen? Alter, was? Die sich vergiftet hier, oder was?
ich bin schockiert, aber scheinbar hält mich das nicht unbedingt davon ab. Ach, ich krieg immer das Falsche, das gibt's doch nicht. Klar, ich bin ja voll. Nein, Kitty! Schrotflinten im Schrotflintenmunition im Kühlschrank. Ja, muss ja kühl gelagert werden. Er scheißt nicht zu, alles klar. Ich scheiß dich zu. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hingehe. Ich laufe hier einfach rum. Wieder ein Tresor. Nee, leider nicht. Gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. So sind die eigentlich alle verrückt geworden. Diese Arschlöcher kapieren. Sieh sich einer dieses Loch an. Nichts übrig, aber auch gar nichts. Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Die Proben von Charge Nummer 192 haben sie garantiert in sein Penthouse gebracht. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Es ist schwer zu glauben, aber früher einmal war hier alles so wunderschön. Hör, was hältst du mich? Für einen minder bemittelten Idioten? Ja, Mensch, weil der hier wurde sofort durchsucht, als ich auf den Weg kam, ein Gewissen zu entwickeln. Hier wirst du nichts finden. Außer vielleicht ihre Erinnerung. Glaub mir, sie wirst du gar nicht
Ich muss mal eben gucken. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bodenstange ordentlich gescheppert hätte. Oh. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Aber du bist nicht wütend. Es heißt doch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Ich stelle den Kindern hier ein Obdach zur Verfügung, aber du bist ihr wahrer Retter. Trotzdem gibt es noch immer viel zu tun. Raus aus meinem Scheiß! Ey, ist so. Fußspuren? Nee. Das ist ein Eisbär. Ich werde diesen Ort vermissen. Rapture war für Typen wie mich das reinste Paradies. Typen, die dachten, sie wüssten alles. Frauen, die dachten, sie hätten bereits alles gesehen. Schlaue Opfer waren mir schon immer lieber als die denn alles in den Kühlschrank. Diese armen Trottel. Sie kommen nach Rapture und denken, sie würden hier unten wer weiß was werden. Dabei vergessen sie alle, dass auch jemand die Klos putzen muss. Wie leicht ich es mit ihnen habe. Ich gebe ihnen eine Bleibe und ein Teller Suppe und sie geben mir dafür ihr Leben. Wozu brauche ich eine Armee, wenn ich doch Fontaines Armenhäuser habe? Ich sauf jetzt, glaube ich, nicht alles hier, das wäre eine blöde Idee. Das.
Präparate? Die Auswirkungen der mentalen Manipulation sind verschwunden. Es gibt aber sicher Nebenwirkungen. Such den nächsten Plasmidautomaten, dann können wir die Schäden analysieren. Oh. Die Charge Nummer 192 hat deine gesamte Plasmidstruktur neu geordnet. Ich hätte wissen sollen, dass du eine größere Dosis brauchst. Du musst dir noch eine weitere Dosis verabreichen, um die Auswirkungen vollständig zu neutralisieren. Jetzt zu Chance Lavoie in den Artemis Suites. Dort findest du ohne Zweifel mehr von der Charge Nummer 192. Wo soll ich hin? Oh nein, das wollte ich gar nicht. Meine. Zurechtkommen, was du hast. Begannen die Amerikaner.
von dem bolschewistischen Gift zu trinken, das Roosevelt und seine Lakaien ihnen einbringen. Also wieder zurück. Insektenschwarm. Komisch, dass ich das nicht ausgerüstet habe. Eigentlich finde ich sowas immer ganz cool. Aber, mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung. Hier sind überall Bewaffnete. Ich habe eine Frau gesehen, die fliehen wollte und über den Zaun geklettert ist. Einer von Warrens Wachleuten hat nur auf sie gezeigt und sie ist in Flammen aufgegangen. Einfach so. Was geht hier vor sich? Cycling tab. Was wir machen, ne? Sehe ich gerade. Traitor. Ziel Dummy. Egal. Als erstes würde ich das trotzdem gerne mal ausprobieren. Danke. Sehen wir so aus? Keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach sagen, wir machen hier ein Folgenpäuschen und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.